Zur Wahrheit gehört sicher auch, dass die uns bekannten und inhaftierten Täter, aber auch die Geschädigten und Opfer, die um die Hintergründe der Taten vermutlich wissen, möglicherweise einen guten Grund haben, nicht offen mit der Polizei zu sprechen. Nach mehreren Explosionen und Schüssen auf Häuser in Köln sprach am Donnerstagmittag Michael Esser, leitender Kriminaldirektor bei der Polizei Köln, in einer Pressekonferenz über den Stand der Ermittlungen. Esser verkündete keine Ermittlungserfolge, gab aber an, die Polizei prüfe Verbindungen zur organisierten Kriminalität, insbesondere zur Mokromafia aus den Niederlanden. Dass die Identifizierung der Tatverdächtigen nach dem Anschlag vor dem Vanity Club am vergangenen Montag trotz eines erstklassigen Fotos bislang auf sich warten lässt, deutet darauf hin, dass der Täter zur Tat nach Köln angereist ist und anschließend wieder ausgereist ist. Aus diesem Grund fahnden wir mit dem Foto auch international. Am Montag war ein Sprengsatz vor der Diskothek Vanity in der Kölner Innenstadt explodiert, wobei eine Reinigungskraft verletzt wurde. 3 Tage später ereignete sich eine weitere Explosion vor dem Bekleidungsgeschäft LFDY, die erhebliche Zerstörungen verursachte. Esser betonte, dass die Ermittlungen fortgesetzt und vielversprechende Hinweise weiter verfolgt werden.